Hallo, hier ist der Treiber. Mal wieder unterwegs, mit der Diva unterwegs. Meine Frau ist auch mit und Claudia und Markus sind hinter mir. Wollen jetzt mal, wo wollen wir denn hin? Von Odenthal sind wir jetzt nach Lindler einen Kaffee trinken. Da hat ein neues Kaffee offen. Engelstübchen heißt das. Dann wollen wir mal gucken, ob das auf hat. Können wir dann mal einen Kaffee trinken. Ja, ist das schön, mal wieder hier auf der Diva zu sitzen. Ist das hier jetzt wieder ungewohnt? Ich bin ja jetzt ein paar Tage hintereinander die GS gefahren. Ist alles so klein hier und niedrig. Aber die macht noch immer Spaß, wie immer. Ja, jetzt die nächsten Tage mache ich noch eine Probefahrt mit der GS. Mit meiner Frau hinten drauf. Mal gucken, wie sich mit also ja, verhält. Nicht meine Frau, wenn man die GS mit einem Unterschied mehr hat. Ne, mach mal nicht so. Ja, ich will mir über den Winter, ich weiß nicht, ob das klappt, oder vielleicht auch nächsten Monat, mal schauen. Einen Kompressor selber bauen. Mal gucken, ob das funktioniert. Weil die normalen Kompressor, die sind mir alle ein viel zu laut. Und wenn leise, dann sind mir die zu teuer. Also müssen wir versuchen, mal selber einzubauen. Kommt natürlich dann auch ein Video von. Und zwar von einem Kühlschrank oder von der Kühltruhe. Da sind ja auch Kompressoren drin und die sind ja schön leise. Da kann man sich ja was selber zusammenschrauben und machen. Natürlich mit Sicherheitsvorkehrungen und so was will ich allen bauen. Ist ja mit der Kessel da, der Druckluftkessel, wie das heißt, um die Ohren fliegt. Hab da schon, ein Teil habe ich schon zu Hause. Ich habe da so einen alten Feuerlöscher, da wo nichts mehr drin ist, den nehme ich schon mal als Druckluftbehälter. Steht drauf bis 20 Bar. Müsste eigentlich funktionieren. Da kommt natürlich ein Überdruckventil dran und so einen komischen Druckminderer, also was man halt braucht. Müsste eigentlich funktionieren. Weil mittlerweile bei uns ist das so, da muss man mal für den Luftdruck zu prüfen immer 1 Euro bezahlen in der Tanke. Also bei uns gibt es selten nur Tanken, wo umsonst Tanke nicht, wo die Luft umsonst ist. Und außerdem ist das schön, einen eigenen Kompressor dann zu Hause zu haben, schön leisen. Weil da will ich mich auch mal mit Airbrush versuchen. Versuchen kann man ja mal. Bisschen Airbrush machen. Macht ein bisschen Spaß. Aber erstmal den Kompressor bauen. So was gebastelte und das macht mir viel mehr Spaß, wie was Fertiges zu kaufen. Ich glaube, ein ganz neues Moped könnte ich irgendwie gar nicht fahren, weil ich da gar nichts mehr dran umschrauben kann.
Und dann heute wieder schönes Wetter. Jetzt werden die Temperaturen aber richtig angenehm. Aber so richtig. Was haben wir? Um die 20 Grad, schätze ich mal. Ach, die kommt mir so wendig vor. Die gegen die GS. Schwupp, schwupp, schwupp. Obwohl, mit der GS, da kann man auch schon ganz gut durch die Kurven heizen. Heizen, Schräglage. Aber echt, man ist nicht, mir macht die Kurvenräuberei oder wie das sagt, Kurvenfahrerei mit der Digger mehr Spaß wie mit der GS. Da sitzt man nicht so hoch. Was haben wir denn heute? Samstag haben wir heute. Morgen wollen wir vielleicht auch mal eine Runde nochmal fahren. Mal schauen. Fahren wir wieder über Spitze und dann durch das Sülztal und dann einen schönen Kaffee trinken. Ich muss mal gucken, wo ich so einen Kühlschrank oder Kühltruhenkompressor herkriege. Vom Schrottplatz oder so. Immer am Netz gucken. Aber natürlich Pech, ne? Was ist das für ein Teil da vorne? Ich glaube ein Pferdetransporter oder sowas. Oder ein Kirmeswagen. Oh, genau. Der LKW weg. Ein bisschen. Ich war gerade wieder tanken. Hat wieder so schlapp unter 5 Liter, knapp unter 5 Liter gebraucht. Bin ich immer zufrieden. Das ist echt ein altes, sparsames Moped. Über den Golfplatz, über den Golfplatz. Über Kemmerich, schöne Strecke. Fahren wir hier rechts, genau über den Golfplatz. Weil hier die Hauptstraße ist ein bisschen langweilig zu fahren. Georghausen. Ach, der Rasen sieht immer toll aus am Golfplatz. Schön saftig grün. Jetzt fahren wir Richtung Schmitzhöhe. Ja, will ich nicht vorbei, weil... Enges Sträßchen hier. Auch alle dann tot. Schmitze. Echte Eier hier mit dir. Ganz früh.
übrig. Ach, da kommt noch ein alter Opel. Welche Aussicht hier. Weit ins Land kann man hier schauen. Kommt der Kämmerich rein. Kämmerich, Kämmerich. Ist auch irgendwie ein schönes Städtchen, Lindlar. Stadt, weiß ich gar nicht, ob das eine Stadt ist, aber ich glaube schon. Murphys Gesetz. Ja. Jetzt sind wir auch bald da, wenn er offen hat. So. Dann sage ich schon mal, bis dann, euer Driver. Ciao, ciao.